Und damit herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Und wie ihr seht, ich habe mich dafür entschieden, wir machen das mit der Karawane. Auf Gedeih oder Verderb, wir schauen einfach mal nach, was denn da wohl rumkommt. Ich bin mal gespannt. Ja, wir werden ja sehen. Ich hoffe, dass da nicht allzu viele böse Gefangene, Menschen sind, die uns allzu sehr böse machen. Und halt, Tanja hat jetzt heute ein bisschen was zu tun. Ich meine, sie hat erstmal genug zu essen. Das heißt, sie muss eigentlich. Also ich schau mal kurz, dass ich das richtig mache. Genau. Ja, sie macht ja. Kochen macht sie ja schon selber, denke ich mal. Handwerk haben wir nichts, was gerade läuft. Wir haben auch, glaube ich, nichts, was an offenen Baustellen ist, außer hier 10.000 Stück. Offensichtlich. Aber ich denke, Katanja wird das einigermaßen gewuppt bekommen. Kann man denen eigentlich folgen irgendwie? Nee, ne? Schade. Das wäre jetzt so schön, so einfach nur so, ja, wir schauen mal. Da, sie warten jetzt irgendwo hin. Reise zu bewegungsunfähigen Flüchtlingen. Wir müssen halt einfach mal schauen. Also, ich hoffe sehr, sehr, dass das kein schlechter. Königlicher Aufstieg. Ja, das kennen wir. Das ist diese typische Quest von wegen, wir machen uns gut Kind mit den komischen Leuten. Hier muss ich mal kurz schauen. Also, unsere Tiere. Ich will mal kurz schauen. Haustiere ist natürlich genau das Richtige. Autoschlachtung. Wir haben im Moment 5 Muffalos. Davon ein Erwachsene männlich, ein Erwachsene weiblich und 2 weiblich jung. Und ich würde sagen, okay, wir machen hier, dass wir maximal einen also männlichen Erwachsenen haben und weiblichen Erwachsenen. So, falsch herum. Weißt du? Damit, falls die dann erwachsen werden. Oder halt mal nicht trächtig sind und das sind 2, ist natürlich ein bisschen Zufall, aber ich will das nicht viel zu groß werden lassen, damit das hier kein, ja, Dauerauftrag werden muss. Ja, wir schauen einfach mal, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Was macht Tanja? Sie baut ein Dach. Sehr schön. Und da ist ein bisschen Dach. Über den Zaun. Und ein bisschen Dach und Dach und Dach und Dach und Dach. Wunderbar. Genau, also ich denke mal, wir lassen das erstmal so. Was machst du denn? Achso, du trägst Heu zu Dach. Sehr schön. Zwischendurch, glaube ich, eine von diesen Mahlzeiten gegessen. Kann man das hier nachschauen? Nee, nee. Nein. Irgendwie konnte man das doch mal nachschauen. Egal. Ist auch egal. Sehr braver. Brav. Brav, brav, brav. So, wie weit seid ihr? Seid ihr schon fast da? Oh, sind tatsächlich nicht weit weg. Also, ist schon weit weg. So, wir lassen einfach mal ein bisschen laufen. Ich denke, oh, ich habe gerade übersteuert. Entschuldigung. So, ich mache mal das Mikrofon ein bisschen weg. So, ich hoffe, dass das jetzt nicht ganz so schlimm ist. So, ich will nicht übersteuern. Warte mal kurz, ich mache das mal eben live. Ihr schaut euch das hier ein bisschen an. Der Sound geht jetzt weg. So, warte mal eben. Ich habe hier nämlich mit den Filtern rumgespielt. Da seid ihr jetzt mal live mit dabei und ich mache mich mal allgemein ein bisschen leiser, damit ich nicht ständig übersteuere. So. Das sollte hoffentlich okay sein. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Hey, also eigentlich der Plan für heute war, ja, wir warten ab, wir gucken, was mit der Weltkarte ist, ob die da ankommen oder nicht. Und ja, ich muss mich entschuldigen, dass die Folge ein bisschen gewartet hat. Ich war auf, oh, das klingt jetzt cool. Ich war auf Dienstreise. Wow, meine erste offizielle Dienstreise mit ja 2 Aufträgen, wo ich halt ein bisschen unterwegs war und deswegen ja hat sich das verzögert und ja klar, also Grund B, der vielleicht dann auch ein bisschen mehr mit YouTube zu tun hat. Ich wollte gucken, ob ihr Kommentare habt, ob ihr was dazu sagt, wie die letzte Folge gelaufen ist. Leider nicht, deswegen entscheide ich jetzt einfach mal ganz bösartig für mich selber. So, ich möchte gerne, dass sie diesen Tablettständer erstmal baut. Sie war unterwegs mit Walllight. Ich glaube, das war Außenbeleuchtung, die wir hier haben. Was bist du denn? Ach ja, genau. Ich habe ganz vergessen, dass Siegfried hier noch rumlungert. Wie lange darfst du denn noch? Shuttle-Abreise in 4,8 Tagen. Dann kriegen wir, wenn alles gut läuft, in diesen 5 Tagen wahrscheinlich 2 neue Leute. So, guck mal. Da möchte ich Babynahrung. Ne, ich möchte hier gerne das und das ist dann kritisch. Das hier ist wichtig, wunderbar. Das heißt, das Essen wird höchstwahrscheinlich dann da reingeläufen. Ja, wunderbar. Jo, Siegfried lebt so vor sich hin. Tanja trägt eine Lampe. Ach ja, genau. Unser Kühlschrank hat auch keine Lampe.
Wunderbar, jetzt ist das da ein bisschen heller. Ja, sehr schön. Ich würde ja gerne hier, wir haben ja Sandsteinpflaster hier. Kann ich das denn, wie sieht das denn aus mit dem Boden? Könnte ich tatsächlich überall machen, finde ich eigentlich ganz cool. Da so in diesen Ecke. Nicht Pflaster, sondern, hier, Platte. Nee. Wieso aus Sandstein? Wie heißt du denn? Zufalls-Sandsteinpflaster. Okay. Was wäre das denn, wenn... Ist das dann bei mehr Böden? Ich schau grad mal. Zufalls-Sandsteinpflaster. Ah, wunderbar. Haben wir natürlich jetzt nicht da. Ich glaube, wir müssten irgendwo Sandstein haben. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Nee, nee. Bist du Sandstein? Kalkstein. Marmor und Kalkstein. Haben wir überhaupt Sandstein hier in der Gegend? Ich meine, ja, hier versteckt sich im Raum Tanja. Ist okay. Hauptsache, die stirbt nicht. Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Sandstein auf dieser Karte. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Oh, du leuchtest. Antikes Exoschreiter-Skelett. Okay. Mittelteil, Entschuldigung. Ja, das... ja, dann machen wir da kein Sandsteinpflaster hin. Würde ich mal annehmen. Sonst sieht es halt ein bisschen komisch aus. Wir haben hier Kalkstein und Marmor. Oh. Karawane hat Flüchtlinge erreicht. Wunderbar, da gehen wir mal hin. So, Verwandtschaft. In diesem Gebiet findet sich eine Person, die in irgendeiner Form verwandt ist. Atkins, der Sohn von Sin. Alles klar, da müssen wir jetzt erstmal schauen. Was ist hier denn? Eine unbekannte Gefahr. Wir haben ja einen... okay. Ich würde fast sagen, hier ist nichts. Oh, die sind nur geprellt. Wunderbar. Es sieht fast so aus, als wäre hier gar nichts. Warte mal, wie ging das nochmal? Möbel? Tierschlafplatz und Schlafplatz. Einmal hier. Und dann machen wir hier medizinisch. Und Zeller... behandle Atkins. Also ich glaube, ich brauchte das Bett gar nicht. Ich sehe jetzt hier keine Gefahren. Außer, dass der hier in Rot angeschaltet ist. Aber erstmal ist hier alles okay. Sin, kannst du mit Zeller laufen? Ich bin ein bisschen... Ich weiß nicht genau, ob das eine gute Idee ist hier. Und falls gerade irgendjemand dabei ist und Zeit hätte, hier vielleicht ein Dach drüber bauen. Ich denke, das könnte Sinn machen. Hinterhalt. Okay. Der Hinterhalt. Oh, die sind da. Okay. Rhea. Alles klar, wir gehen jetzt zurück. Und Sinn geht ein bisschen nach vorne. Darf ich nicht? So. Oh, die sind schnell. Die sind schnell. Komm, noch ein Schuss. Das war ein toller Schuss, Zeller. Vielen Dank. So, wunderbar. Sin, wie geht's dir? Eine Prellung, okay, das ist okay. So, dann sollten wir den vielleicht mal retten. Ich hoffe, dass wir den dann gleich steuern können. So, geht mal hier rüber. Behandlung benötigt Sin. Ja, ja. Es könnte sonst an ihren sterben? Was hast du denn? Eine Prellung und oh, der Bruch, der... Ja, das vielleicht. So, behandle Atkins bitte. Einmal mit leckerer Glitzerwelt. Ja, wir lassen uns hier nicht lumpen. Und Sin, ja, leg dich schon mal hin. Du hast dein Essen verloren. So. Das dauert ja Ewigkeiten. Hallo Lux. Prellung behandelt. Wie viel von diesen Medizin haben wir eigentlich? Nur noch eine. So, Zeller und Atkins, warum unter Schock wegen Schmerzen? Ach so, okay. Entschuldigung.
Alles klar. Wie kriegen wir den jetzt mit? Also ich behandle eben erstmal kurz hin, dass der Brustkorb nicht mehr ganz so gebrochen ist. Oh, die Quantität 0. Toll. So, Erschöpfung. Ah ne, Entschuldigung. So, erstmal ein bisschen was essen. Wir müssen uns hier gerade mal kurz formieren. Aber kann ich Atkins nicht mitnehmen? Biete Hilfe an. Achso. Geretteter tritt bei. Kritischer an Alarmrettung benötigt. Okay. Warte. Tanja versteckt sich nicht länger im Raum. Das ist auch sehr gut. Verrückter Hirsch, oh Gott. Wo ist der? Oh, bei Tanja, okay. Warte mal, wir können das doch so machen, oder? Weltkarte. Hier wohnen wir, ne? Ja, Hoffnungsstadt, okay. Von hier bitte einmal Karawane neu formieren und dann bitte hier zurück. Akzeptieren. Jo, ihr nehmt das alles mit, ihr nehmt die Waren mit. Sollen wir ein paar Granitblock? Nein. Keule aus Stahl nehmen wir auch nicht mit. Reisevorräte bitte alles mitnehmen, was wir können. Wir können auch den Reis gerne mitnehmen. Entsenden. Bitte los geht's. Und Tanja, du gehst mal in den Kampfmodus. Du bist Fernkämpfer. Wunderbar. So, wo ist der Hirsch? Ja. Da. Da läuft der Hirsch. Der müsste jetzt eigentlich ankommen. Ja. Hallo. Ist ja nicht so, als würde ich Tanja auf Teufel komm raus in Verlegenheit bringen wollen. So, mach den Hirsch tot, bitte. Ja. Ja. Nein. Ja. Komm, du musst nur 15 Stunden aushalten. Ja, wunderbar. So, sehr gut, Tanja. Wie geht's deinem Körper? Sehr, sehr gut. Schön. Geretteter Tritt bei Atkins. Ja, wunderbar. Die sind unterwegs. Die werden auch irgendwann ankommen. Das dauert natürlich seine Zeit. Naja, Hauptsache, die sterben nicht unterwegs. Ja, der ist halt außer Gefecht. Aber das ist, glaube ich, okay. Deswegen sind die auch ein bisschen langsamer, weil die müssen den, glaube ich, tragen. Aber das ist okay. Das ist völlig okay. Wir können hier schon mal schauen. Hier haben wir noch ein freies Bett. Das kann ich direkt schon mal Tanja zuweisen. Ja, wunderbar. Hilft mir sehr viel. Dankeschön dafür. So, der Zaun ist ja auch bald fertig. Was hatte ich mit dem Zaun eigentlich vor? Ah ja, stimmt. Vielleicht wollte ich hier so lang und dann könnte man überlegen, hier vielleicht einen Zaun lang zu setzen. Dann haben wir ein riesiges, größeres Gebiet quasi für unsere Tierchen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich vorhatte, muss ich gestehen. Aber ich meine, wir könnten theoretisch das wirklich so machen, dass wir hier dann auf der Höhe. Dürfen wir das? Wir dürfen. Wunderbar. Also quasi hier noch einen Zaun hinsetzen. Ist natürlich, ja, weiß ich nicht, ob das dann cool ist oder nicht. Und ob das hier als Gehegebegrenzung zählt, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das können wir ausprobieren. Ich glaube, das ist völlig okay. Wo haben wir denn den Zaun nochmal? Dankeschön, da. So, einmal das. Die beiden. Also in so. Ne? Und dann das gleiche einmal, ich glaube, das geht. Naja, so leider nicht. Das wäre super, wenn wir das so machen könnten. Aber leider müssen wir vielleicht so und dann. Wupp. Ne, können wir auch nicht. Das ist ja doof. Dieser kleine Plübbel da. Oder alternativ, wir ziehen das hier irgendwie so lang. Also so und so und so. Aber dann haben wir die Tiere überall rumrennen. Das finde ich doof. Ich glaube, wir machen dann tatsächlich also hier so drei runter und dann wupp. Ich denke, das ist okay. Wie sieht's aus? Guck mal, die sind bald da. Wunderbar.
Müssen wir mal schauen, haben wir schon. Wir haben das Lazarett ist sauber. Tanja schläft, die fühlt sich gut. Siegfried fühlt sich auch ganz froh hier, oder? Was haben wir? 3,7 Tage, alles klar. Aber wir haben Atkins neu. Das ist sehr schön. Wir schauen uns den an, sobald er zu Hause ist, was der denn kann. Aber das Schöne ist halt, wir haben Sins Tochter, ne, Sohn gerettet. Und ja, wie du schon sagtest, wir haben tatsächlich mal einen Mann in der Kolonie. Ich meine, Hensley, ja, kann man so drüber reden, dass wir so eine Amazonengesellschaft hier sind, wo wir Männer nur als Arbeitstiere gebrauchen. Aber das ist okay. Tanja arbeitet im Moment nicht unbedingt sehr effizient oder viel, aber ist okay. Sie kann sich ja auch mal mit dem X auf der Stirn. Muffalo 2 ist trächtig, klasse. Ja, wartet ihr einfach mal ab. Wir schauen einfach mal, was Atkins so bringt. Der wird auf jeden Fall die Kolonie bereichern. Sag ich jetzt einfach mal so. Ne? Sonst hier mit diesen kleinen, ja, Positionierungen finde ich eigentlich ganz cool. Das Einzige ist, wir können da halt keine Böden. Also da geht mit Boden, hier nicht. Hier auch nicht, nirgendwo. Also zwei können wir mit Boden ausstatten. Ich hätte da gerne Steinböden drin, einfach nur damit der Feuer sich nicht so rasant ausbreiten kann. Müssen wir halt mal schauen, ob wir das hinkriegen. Sonst halt hier diese Entwässerung mal irgendwann starten. Erstmal Teppich. Oh, Karawane hat Hoffnungsstadt erreicht. Wunderbar. Hallo, Sin, kannst du bitte Atkins mit retten? Wäre das nett? Kommt hier an und lässt Atkins einfach mal liegen. Klasse. Körper, ich meine, er ist nicht in akuter Gefahr, das ist sehr gut. Alles klar. Alter, männlich 53, biologisch 58, das ist okay. Überwältigende Schmerzen, das ist auch okay. Wie sieht's aus? Jawoll! Guck mal an. Wir haben einen guten Kämpfer, der Rechte ist ein bisschen schlecht. Einen joggenden Psychopath mit einer nervigen Stimme. Toll. Super. Naja. Aber wir können den auch Pflanzen ansetzen. Das ist nicht schlecht. Ein annehmbarer Profi, dass wir den quasi auf Nummer 1 als Pflanzen setzen. Ich meine, Konstruktion wäre auch nicht schlecht, wenn er da das mitmacht. Pflichtbewusste Feier möglich. Wunderbar. Wir müssen mal schauen. Also vielleicht setzen wir den tatsächlich auch auf Platz 1 Konstruktion, weil der halt mit Pflanzen auch gut ist. Das ist sehr angenehm im Vergleich zu vorher mit Sinn. Die es halt überhaupt nicht geschissen bekommen hat. Aber ich glaube, das ist okay. Also, er ist ein Mittelalter-Sklave. Ach, Sin, Entschuldigung, Atkins. Ich wollte gerade sagen, Semyon Atkins, weiblich. Stammeskind. Atkins wuchs in einem Stamm auf, lief im Dorf herum und begleitete die Muffalo-Herden und bekam von seinen Eltern wichtige Fertigkeiten beigebracht. Er hat weder lesen noch schreiben gelernt, noch eine Maschine gesehen, die keine antike Ruine war. Meditationstypus natürlich, okay. Seit sein Stammkontakt zu den Außenweltlern hatten, verdingte sich Erdgens als Fremdenführer. Durch den häufigen Kontakt mit alter Technologie war er bestens mit den antiken Maschinen vertraut. Oh, wenn das mal nicht ein 360 Turnaround war. Aber alles in allem eine sehr, sehr gute, Gedingse. Also brillant, das finde ich super. Wir machen den auf Platz 1 jagen, dass er halt immer jagt, wenn es geht. Und ich würde es tatsächlich so machen, wenn ich es denn finde. Finde ich bestimmt gleich da. Genau. Bauen auf 1 und Waldarbeit auf 1. Dass der halt rumrennt und da mal hilft. Training habe ich alles auf 3 gelassen, damit das nicht irgendwas überschreibt. Das Einzige ist hier, wir müssen den halt noch ein bisschen bekehren. Unabhängigkeit ist ein Individualist. Körperliche Liebe ist frei und gebilligt. Okay. Ja, da muss Tanja mal ein bisschen mit dem reden. Können wir eigentlich auch gleich. Genau, aber erstmal gleich die, also erstmal natürlich den schlafen lassen, dass er ja zu Hause erstmal ankommt, dass Sin sich freuen kann. Wie sieht das eigentlich aus? Hat er überhaupt dann. Atkins wurde gerettet, plus 18, ja wunderbar. Ist halt ein bisschen müde, abscheulicher Schlafraum, klar. So sind wir hier, so leben wir hier. Tanja ist auf dem körperlichen Hoch, hat richtig Spaß. Ja, woran könnte das liegen?
Alles klar. Wir könnten natürlich auch Edgins erstmal gefangen nehmen, den dann ganz langsam bekehren und dann, ja, den dann wieder zurück in unsere Kolonie reinbringen. Aber das finde ich doof. Das fände ich ein bisschen doof. So, bekehren wir den, nachdem du das da gemacht hast. Und dann die Feier, sobald Edgins wieder wach sein möchte. Ich habe das Gefühl, das dauert noch ein bisschen. Vor allem, weil das hier noch rot ist. 21,3. Ja, das ist okay. Es geht ein bisschen runter. Aber Schmerz plus 26%. Schmerz plus 1%. Und Schmerz plus 25%. Ja. Das. Ja, das dauert noch ein bisschen. Schade ist, also wie lange kann ich diese Feier machen? 4. September. Heute. Edgins liegt am Boden. Okay. Hä, Anführer ist. Wieso ist Anführer nicht anwesend? Ein Rednerpult. Komm, wir bauen doch einen Rednerpult da rein. Ah ja, okay, alles klar. Wir bauen noch einen Rednerpult hier in unser wunderschönes kleines Häuschen. Aus Holz natürlich. Woraus denn sonst? So, machen wir einfach dahin. Tanja? Tanja, was machst du gerade? Tanja? Tanja? Konsumiert einfache Mahlzeit. Kannst du danach das bauen? Das wäre sehr super. Sie reden übers Betrunkensein. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Also darüber reden nur. Ja. Ist halt, wenn man zu viel Wasser getrunken hat. Kennst du das, wenn so der ganze Bauch so rumort? So, jetzt könnte ich hier pflichtbewusste Party. Die Qualität ist ein bisschen kacke. Warum ist Anführer nicht anwesend? Er ist so ein bisschen komisch, weil Tanja ist ja im Prinzip, oder ist sie nicht die Anführerin, sondern nur ein Priester? Naja, komm. Wir starten einfach mal. Wir hoffen mal, dass das einigermaßen gut wird. Tanja sammelt erst noch ein bisschen Stoff ein für die Party. Dann geht's gleich los. Jeden Moment. Guck mal, wie sie feiern. Was ist da denn los? Ein Pflaster. Okay, Tanja. Hallo? Also, die Rede ist zu Ende und die Party fängt an. Toll gemacht, Tanja. Klasse Rede. Ganz super. Wow. Eieiei, hat die mal da wieder. Hast du das gehört, ey? Richtig gute Rede. Richtig gut. Und sie macht auch richtig viel mit. Okay, jetzt essen sie. Also reden sie über Abendessen. Ja, Atkins kann wieder laufen. Ich hätte doch warten müssen. Spaßiges Ritual. Und Wanderer tritt bei. Crouchy. Ein Kind namens Crouchy ist eingetroffen und möchte sich der Kolonie anschließen. Er ist gewillt zu helfen, weigert sich aber freiwillig zu gehen, da er behauptet, nirgendwo anders hinzukommen. Du kannst ihn ablehnen, aber deine Kolonisten werden sich daran stören, wenn du jemanden in Not wegschickst. Dies ist ein wohltätiges Ereignis. Wenn du Crouchy abweist, bekommen Gläubige mit wohltätigen Überzeugungen schlechte Laune. Also alle, die wir haben. Crouchy, 4 Jahre. Klar. Hallo, Crouchy. Du siehst aus wie ein Affe. Der hat ein Messer aus Stahl dabei. Gibt es ein Kinderbett? Ein Babybett? Nee. Wow. Crouchy. So, hier erstmal Atkins kommt in dieses Bett und Crouchy kommt in dieses Bett. Und dann müssen wir doch. Weißt du, no time like this. Jäger ohne Waffe. Ja, das machen wir gleich. Komm, das machen wir. Einmal den Schultisch und eine Tafel gab es auch hier. Eine Tafel? Das sind nicht die aus meiner Mod nebenbei, ne? Das sind die nicht mit einem Bauwerk verbunden. Ach so, okay. Alles klar, das ist, weil das nicht fertig ist. Spaßige Feier, voll gut. Plus 2. Crouchy ist ein Kind, klar. Tanja schaut den Wolken zu. Kannst du bitte die beiden Sachen bauen? Ich möchte mir das anschauen. Da passiert ja heute echt viel. Da ist gerade ein Reh vorbeigerannt. So, Tanja baut einmal eine Tafel und ruht sich aus. Komm, bau noch einmal den Tisch, dann können wir uns das in der Nacht angucken. Danke sehr. So, Schultisch. Da steht nichts. Schultafel aus Holz haben wir auf jeden Fall gebaut. Brauchen wir nicht 3 Stück. Da haben wir auch was. Klassenraum abscheulich ist auch klasse. Und jetzt?
Ich habe das noch nie gesehen, deswegen. Ich weiß nicht, wie das in diesem Spiel funktioniert. Artspektrum, Kinderpflege. Kind unterrichten. Tanja? Komm, wir machen Tanja auf das auf 1. Also, genau. Und dann bauen auf 2. Dann Kind unterrichten. Cool. Gibt es hier einen neuen Tab? Nein. Okay. Arbeit haben wir gerade gesehen. Sonst, also das lasse ich einfach mal auf 0 alles. Das ist okay. Darf natürlich auch nicht Kinderpflege machen. Architekt? Nein. Zuweisung? Nein, das ist es auch nicht. Ist auch ein Tab, den ich so gut wie nie benutze, um ehrlich zu sein. Zeitplan, da wollte ich gucken. Ist auch nicht. Okay. So, ihr kriegt auf jeden Fall das schon einmal. Und sonst. Gebiet Affe. So dumm. Wie soll ich das vergessen? Nö, alles klar. Crouchy. Na, wer bist du denn? Zeichnet was auf dem Boden. Danke sehr. Das hat den Boden, hat den Raum auch gefehlt, eigentlich. Ne, finde ich gut. Vielen Dank. Haben wir überhaupt. Also doch, wir haben da eine kleine Lampe. Machen wir mal so. Crouchy, wer bist du denn? Erzähl uns mal ein bisschen über dich. Du hast. Ein Lerndrang. Cool. Crouchys aktueller Lernwunsch: auf dem Boden zeichnen. Zeichne mit Hilfe eines mittels Kreide Muster auf dem Boden. Kann durch Reinigen wieder entfernt werden. Okay. Kindliche Freude. Neu, lustig, hübsch. Oh. Ah, okay. Das ist also Künstler, also kindliche Freunde. Atkins mag den gar nicht. Warum? Wie kann das denn so? Wie kann er denn so schnell dann schon das schlecht finden? Ja, normal, Aoi Kind, also ist bei uns und ist Kind. Crouchy ist ein Kind. Die Geschichte seiner Kindheit steht noch nicht fest. Hat keinerlei Fähigkeiten. Sehr schön. Ich bin ja mal gespannt. Ich weiß halt nicht, wie das mit der Tafel funktioniert, aber ich denke mal, das wird ja irgendwann mal funktionieren. Irgendwas wird ja irgendwann mal gemacht werden. Crouchy, geh einfach mal schlafen, komm. Wachstumsstufe. Oh, wow. Kinder durchlaufen mit der Zeit mehrere Wachstumsstufen. Dieser Prozess kann durch Stillen ihres Lerndrangs beschleunigt werden. Die Wachstumsstufe des Kindes bestimmt, wie viele Merkmale und Hingaben du später beim Wachstumsmomenten zur Auswahl hast. Wachstumsmomente traten im Alter von 7, 10 und 13 auf. Die Wachstumsstufe wird nach jedem Wachstumsmoment zurückgesetzt. Und wie oft habe ich Wachstum gesagt? So, nächstes Wachstum im Alter von 7. Wir haben da ein vierjähriges Kind. Wir haben eine sehr gute Wachstumsrate. Cool. Finde ich so, 1,9 pro Tag ist doch nicht schlecht, oder sehe ich das falsch? Ich bin ja jetzt neu in diesem Genre. Lerndrang. Kinder müssen unterrichtet werden und neue Erfahrungen sammeln, damit sie sich gut entwickeln können. Ansonsten bekommen sie schlechte Laune. Kinder nehmen nur an Lernaktivitäten teil. Danke. Wenn ihr Zeitplan auf Entspannen oder alles eingestellt ist. Folgende Aktivitäten befriedigen den Lerndrang des Kindes: Himmel beobachten, über Funk reden, auf dem Boden zeichnen, Natur erkunden, beim Arbeiten zusehen und am Unterricht teilnehmen. Ein gestillter Lerndrang beschleunigt den Erhalt von Wachstumsstufen, was zu mehr Hingabe. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Cool. Könntest du nicht unser ganzes Lagerhaus übermalen? Upa. Noch eine Quest. Gastfreundschaft für eine Predigerin. Rose Spence, oberster Papst der Fraktion Rehabilitorium, wie auch immer, Rehabilitium, bittet dich um einen Gefallen. Ihre Freundin Yanni, wow, ist daran interessiert, etwas über andere Kulturen zu lernen. Und sie möchte, dass du sie für 12 Tage als Gast in Hoffnungsstadt aufnimmst. Sie ist paralytische Abasie und braucht Bettruhe. Uff. Ich mache das mal so. Ich muss darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich das machen will oder nicht. Wir werden sehen. Sagt ihr mir mal, ob ihr sie annehmen würdet oder nicht. Einfach nur so. Atkins. Genau. Ich hätte gerne noch einen, der ein bisschen mehr sauber macht. Würdet ihr das machen? Also würde Crouchy reinigen? Reinigen? Warte mal. Erstmal. Was hat sie denn gerade als. Ich möchte im Moment nur malen, ne? Okay, dann lassen wir sie erstmal malen.
Muffalo hat ein Junges zur Welt gebracht. Ja, wir müssen uns hier auch mal drum kümmern, glaube ich. Naja, genau. Atkins braucht eine Fernkampfwaffe. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Wir haben doch hier. Okay, das ist okay. Brauerei, Nähtisch. Wir brauchen unbedingt einen richtigen Produktionstisch. Eine Schmiede. Eine Schmiede? Werkzeuge und mechanische. Ja, also hier diesen Arbeitstisch, da kann man Messer und Bögen herstellen. Kann man irgendwo andere Bögen herstellen? Ich weiß nicht, wir bauen einfach mal eine Schmiede. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Gewitter? Schade, da können wir da überhaupt. Nein. Hier können wir nichts hinstellen. Wir müssen das dann. Können wir auch nicht. Können wir das irgendwie? Ach, so müsste eigentlich gehen. Blockierte Baumstumpf, okay. Und sonst. Baumstumpf. Hier ist auch Baumstumpf, aber ich glaube, weil das eine Schmiede ist, ist die schwer, dann passt die da nicht drauf. Alles klar, sollte wohl so sein. Atkins? Baut Wallite. Okay. Ich meine, das mit den Böden oder mit den Zeichnungen ist natürlich nicht so schlimm. Gewitter! Also einerseits. Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Schade, also da kann ich wirklich nichts machen, aber ich glaube, wenn sie ist ja halt noch 4, ne? Das ist jetzt auch nicht unbedingt, dass da viel los ist. Wir werden einfach mal schauen. Da hat der Raum auf jeden Fall einen Sinn, aber das Problem ist, unsere Räume, Atkins, Tanya, Crouchy, Sin, Cellar, die sind voll. Wir haben im Moment keinen freien Raum übrig. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Vor allen Dingen einen Schlafraum, wenn wir nachher einen Sklaven haben. Oh, wow. Das war knapp. Wenn wir einen Sklaven haben, der will ja auch irgendwo übernachten. Feuer! Oh Gott. Artanias ist unterwegs. Ich weiß, es regnet, aber trotzdem im ersten Moment. Oh nein. Schon wieder Feuer. Stella kommt erstmal an, erntet brennende Erdbeeren. Sehr schön. So, Tanja macht uns neue kleine schöne Ziegel oder Marmorblöcke. Hatte ich da irgendwas mit vor mit den Marmorblöcken oder das war ja nur das Krematorium erst einmal, ne? Genau, ich guck noch einmal kurz. Ja, die Folge ist heute lang, ich weiß. Richtig lang, 2 Minuten schon über der Zeit. Ich wollte noch eben kurz schauen, was wir hier herstellen können. Ich weiß es nicht mehr, was in der Schmiede war. Ich hoffe, der zieht das durch. Aber Atkins kann das, der ist ein angehender Profi, habe ich mir sagen lassen. So. Einmal die Aufgaben. Was haben wir da? Ja, hier können wir Bögen herstellen. Wunderbar. Einen möchte ich auf jeden Fall herstellen. Tanja, kannst du das machen? Ah, ich habe mir eine Holzschmiede dahin gesetzt. Aber ist okay. Wir haben, denke ich, genug Holz. Ich weiß noch nicht genau, warum du. Obwohl, ja, zum Dämpfen vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Kurzbogen wurde hergestellt. Tanja legt es auch dahin und. Unser Jäger, der Atkins, der schon da oben war, Konstruktion verbockt, das hört man gern, bewaffnet sich damit. Alles klar, es ist viel passiert. Wow, muss ich sagen. Also ich habe mit der Folge, ja, ich habe so ein bisschen gedacht, na komm, wir machen mal ruhig, aber eigentlich schon ganz cool. Also mit Crouchy, wir werden mal sehen. Finde ich klasse, dass wir jetzt schon ein Kind haben. So kommt das, ne? Kinder kriegen es ja meist unverhofft. Nee, auf jeden Fall, ja, da haben wir Crouchy. Sieht wirklich aus wie ein Affe, ein bisschen so vom Weiten, ne? Wollen wir das mal Siegfried? Naja, Siegfried sieht ein bisschen anders aus. Nee, alles klar. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du wieder da warst, dass du wieder bis zum Ende mitgeschaut hast. Und wir haben, ich dachte gerade, unser Hund hat eine coole Frisur. Wir haben ein bisschen Feuer irgendwo. Ich weiß nicht, wo brennt's? Ja, das ist okay. Der hat eine fabulöse Frisur. Sehr, sehr klasse. Bis dahin, auf jeden Fall mal. Wir fangen demnächst an, Hensley zu überzeugen, dass er unser Sklave sein soll. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Dasein und bis dann. Ciao.